In dieser Aufgabe geht es um zwei Würfel und wir interessieren uns dafür, was als Augensumme rauskommt. Einmal möchte ich als Augensumme eine 7 haben und in der Teilaufgabe B möchte ich als Augensumme mindestens die Zahl 10 haben. Also fangen wir mal mit der Aufgabe A an. Bei Würfeln und Augensummen gibt es meist keine gute Formel. Das heißt, es gibt nicht eine Formel, da setzen Sie ein, 7 kommt raus, bla bla bla, Wahrscheinlichkeit ist 78. Sie müssen leider alle Möglichkeiten abzählen. Das heißt, ich überlege mir jetzt mal systematisch, was kann alles geworfen werden, damit die Augensumme 7 ist. Wenn mein erster Würfel eine 1 wirft, dann muss der zweite Würfel eine 6 haben. Ich schreibe das ein bisschen weiter rechts. Wenn der zweite Würfel eine 2 ist, dann muss im zweiten Wurf eine 5 fallen. Und so weiter. Jetzt gehe ich systematisch durch und schreibe mir eben alles auf, was als Augensumme 7 liefert. 3 und 4, 4 und 3, 5 und 2, 6 und 1, mehr gibt es nicht. Das heißt, das sind alle Kombinationen, die möglich sind. Und jetzt möchte ich die Wahrscheinlichkeit dafür haben. Und vielleicht erinnern Sie sich noch beim Kapitel Mengenlehre, Begriffe, an die Schreibweise. Jede von diesen beiden Zahlen, also jede von diesen Klammern, bildet einen sogenannten Tupel. Das heißt, immer zwei Zahlen sind ein Tupel und die werden daher in runde Klammern geschrieben, weil sie zusammengehören. Die Klammern jeweils, die trennt man irgendwie durch Komma. Und das Ganze ist eine Menge, wird also in eine Mengenklammer geschrieben, weil es ist die Menge der Kombinationen, die rauskommen können. Und vom Ganzen möchte ich die Wahrscheinlichkeit, also P von große Klammer. Sie dürfen das natürlich auch etwas weniger mathematisch genau aufschreiben. So, jetzt zur Wahrscheinlichkeit. Egal welche Kombination ich betrachte, zum Beispiel die erste, die Wahrscheinlichkeit, mit dem ersten Würfel eine 1 zu werfen, ist ein Sechstel. Die Wahrscheinlichkeit, mit dem zweiten Würfel eine 6 zu werfen, ist auch ein Sechstel. Beim zweiten genauso. Die Wahrscheinlichkeit, mit dem ersten Würfel eine 2 zu werfen, ist ein Sechstel. Die Wahrscheinlichkeit, mit dem zweiten Würfel eine 5 zu werfen, ist auch wieder ein Sechstel. Ich habe also für jede Kombination habe ich ein Sechstel mal ein Sechstel. Und die sind mit Plus verbunden. Das heißt, ich habe insgesamt 6 mal ein Sechstel mal ein Sechstel. Wenn man das kürzt, bleibt ein Sechstel übrig. Und das sind grob 16,6%. 16,7 eigentlich gerundet. Jo, das war die A. Dann machen wir die B. Eigentlich gehe ich genau gleich vor, nur überlege ich mir, was bedeutet mindestens eine 10 als Augensumme. Mindestens eine 10 heißt 10, 11 oder 12 als Augensumme. Mehr als 12 kann man ja nicht werfen, weil 6 und 6, mehr geht nicht. Also mache ich genau das gleiche wieder, ich überlege, welche Kombinationen sind möglich. Wenn ich mit dem ersten Würfel eine 1 werfe, müsste ich mit dem zweiten eine 9 würfeln, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Also erste Würfel eine 1 geht nicht. 2, 3, 4 ist die erste Kombination, die geht. Dann müsste ich mit dem zweiten Würfel nämlich eine 6 werfen. Mehr geht mit 4 im ersten Würfel nicht. Wenn ich beim ersten Würfel eine 5 habe, kann ich beim zweiten Würfel eine 5 werfen. Dann habe ich als Augensumme 10. Oder ich kann mit dem zweiten Würfel eine 6 werfen, dann habe ich als Augensumme 11. Wenn ich mit dem ersten Würfel eine 6 werfe, kann ich mit dem zweiten eine 4 werfen, eine 5 werfen und eine 6 werfen. Das sind also jetzt alle Kombinationen, die möglich sind, damit ich mindestens eine 10 als Augensumme habe. Sie sehen eigentlich schon, das ist genau der gleiche Fall wie in der A. Erstmal Schreibweise. Jede dieser Kombinationen trenne ich irgendwie durch Komma oder irgendwie, was Ihnen einfällt. Das Ganze ist eine Menge, also kommt eine Mengenklammer. Und von der ganzen Menge möchte ich die Wahrscheinlichkeit haben. Und auch das ist wieder, jede Kombination
hat eine Wahrscheinlichkeit von Sechstel mal ein Sechstel. Ich habe sechs Kombinationen davon, also 6 mal ein Sechstel mal ein Sechstel. Das kürze ich und habe eine Wahrscheinlichkeit von ein Sechstel, sprich 0,1667 gerundet in Prozent, also wäre das gleiche wie oben 16,67%.